Hallo und herzlich willkommen in Kyrat. Der Stadt mit den rustikalen Möbeln, wollte ich gerade sagen, aber es ist ein Land. Und mit dabei, aber nicht dabei. Die Paarröte. Genau. Ganz weit weg dabei. Und heute geht's wieder los. Heute heißt es wieder ein paar Single Missions machen. Genau. Und ein paar Single Missions machen. Mal sehen, ob wir eine finden. Da haben wir einen Longius. Das können wir doch machen. Markiert. Ich gehe doch davon aus, dass wir was finden. Brauchen wir nur mal einen Hubschrauber? Wo ist das Gefährt? Da steht auch schon einer. Hier nehmen wir den faulen Weg. Wieso ist hier gerade was explodiert? Was soll das? Hey, da habe ich die AK in meinem Dienst. Und die andere noch. Da ist dann mein Haus ist immer noch buggy, ne? Bis auf das Bett habe ich nichts drin. Ich kann meine Waffen nicht wechseln. Hahaha. Ja. Na, wenigstens läuft's. Ja, ne? Ja gut, dann muss ich jetzt so mit der AK machen. Bleibt nichts anderes übrig, wenn ich meine Waffe nicht wechseln kann. Wo ich nicht verstehe, wie es sein kann, dass man in den Raum nichts mehr haben kann, wie das verschwinden kann. Sonntagsfahrer. Oh! Mein Pistol ist weg. Quadfahren ist hier nicht so eine Sause. So. Toll, jetzt ist das viel weiter. Was ist das denn? Ja. Englisch. Miau. Wollt ihr mich hier rollen? Was soll das jetzt? So. Ach so, machen wir das. Haha. Das ist fast wieder da. Jetzt haben wir unser Special Equipment. Okay, ich starte mein Intro in 3, 2, 1, Action! Hey Jay Wankin, ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels, ja meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, Edge! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung, paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt, doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Amen. Amen. Nun geh! Geh! Geh, LJ! Ich habe gehört, einige Familien sind so unglücklich, dass sie ihre Verschwörung. Hallo, AJ.
auf in den Himalaya. Ah, und ich bin auf den Pferden meines Vaters tot. Oh. Ach, ich hab die meine Lieblingsmission, wo man erfrieren kann. Okay. Der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin. Was immer ich dir holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber so. Pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helios selbst zu bergen. Schalte sie aus, wenn du musst. Und schleich dich rein, AJ. Red doch mal vom Stamm, ey. Du hast doch eine kleine Karte. Da. Das war's? S, Y. Okay, dann machen wir S weiter. Der war mal. Steig. Die Waffen. Ja.
Kultureller Austausch. Suche Ravi Reiner. Für Propaganda zu denke ich, soll es klug dabei kann ich überhaupt noch einer aufhängen? Erreiche das Klug. Ja, Abschied ist doch scheiße. Ich wollte ihn nur überfahren. Was geht ab, Pumpe? Leise, leise, leise. Ganz nicht sie alle errichten. Das Kriterium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Ja.
Läuft voll harmonisch ab. Jetzt arbeite ich deine Liebe für meine Arbeit, für mein Blut und meine Schweißliebe für dich. Ab, 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 ab. Irgendwo hier ist auch noch ein schönes Poster, was ich reißen kann. Nur am Klettern. Da haben wir Hammerkloster. Dieses Kloster wurde 100 Jahre vor Christus von Kyrans Anhängern in den Fels gehauen. Hier wurden die Lehren Kyras erstmals niedergeschrieben und aufgezeichnet. Karl Jamar wurde in den Jahrhunderten nach seiner Erbauung sorgfältig gepflegt und mehrmals renoviert. Bis heute ein aktiv genutzte Kloster- und Tempelanlage. Na denn. Wollen wir mal mit dem guten Quatschen hier, würde ich sagen. Wir werden
Niemand wird diese Hochstapler jemals kennen. Egal durch die Lehre der Erwachsenen. Ach, die heiße Mission. Ja, die ist schwer, die habe ich auch gehabt. Was, die ist schwer? Ja, die ganze Kerze finden. Zeiger drehen. Tausend Kerzen gibt's ja nicht. Da geht's schon los. Ich will nur, weil ich die Frage mit den Kerzen. Halleluja, ich hab's geschafft. Was ist so geil, dass es jetzt noch einen Kaffee am Kloster gibt. Surprise, surprise. Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt.
Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Ich wollte so ganz entspannt raus. So wie den Menschen bestimmt ist, der rein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Fleisch. Ey, ist mein Kumpel. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es überleben. Oh, oh, heil. Bei Menschen. Kannst du das mal lassen? Oh, sind das etwa? Business, AJ. Oh Gott, da kommen wir gleich noch nach der Wagen. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich da, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das das Licht Gottes eindringen konnte und ich würde getauscht mit dem Wasser der Gottesferne. Ja, das ist ein bisschen pinnelig. Diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist natürlich die gute Waffe, die ich dabei, weil ich diese scheiß AK hatte. Ja, ja. Das weil ich keine andere wählen konnte, weil ich keinen Schrank mehr habe. Ja, ja, sagst du es ja. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündeten oft. Und die Waffen für den goldenen Pfad? Was los? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, AJ. 50 Sekunden. Nun geh! Sag's ihnen! Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Tschüss doch. Hi, AJ. Hi. Oh. Hört auf mit ihren scheißigen Bomben, mir das ist doch. Mal hören wir mal auf, einen Stein festzuhängen. Dachs hier. Jeder kann zu knicken. Tür aufspringen, gibt's doch wohl nicht, oder was? Ja, genau, jetzt ist da unten wieder eine. Denn die wechseln sich dabei schön ab. Wechselt schon. Jawohl, ich habe 100 Soldaten überlebt und sterbe durch eine Biene. Nicht nett. So, wo ist noch einer deine? Reiß den Kopf! Oh, hier brennt alles! Seid bescheuert! Sag nicht mal, ich habe scheiße die Tür nicht. Ich kann doch nicht mal alles öffnen. Ich kann nicht mal alles öffnen. Ach Gott. Weißt du, hier brennt der ganze Weg. Man kann einfach nicht vorbei. Wieso steht die hier nur rum? Ich? Feiner. Was ist das hier? Ich weiß. Ich bin ja schon auf weg. Komm ab da. Oh, ich hab's geschafft. Hast du die Mission beendet? Na, aber es. Hoffe doch. Ich bin so stolz auf dich. Weil ich soll jetzt wieder auch nach Ratio. Und wir, wenn ich rauskomme, dann wieder von vorne losgehen. Denn aber. Ach, das ist sehr schön. Jetzt habe ich gerade eine Weste gefunden. Wenn man sie nicht mehr braucht. Ja. So, jetzt gehe ich mir meine Blumen überall mal einsammeln. Ich habe die Maske kaputt gemacht. Das könnt ihr mich mal am Arsch lecken.
Tüffel, Tuten. Sozusagen. Sprengen, Wings wieder auf! Hab ich doch mal! Hab falsche Taste. Ja, lol. Lukas geht. Da liegt ja keine Leiche mehr, wie gemein. Ich will es wie Springs wüten. Oh, die Leichen sind despawned. Ja, das hat das Problem, hatte ich auch. Ich habe mich auch so geärgert. Ich laufe extra die ganzen Stellen um ab und da liegt ja gar nichts. Aber ich wink's bitte. So, dann wollen wir mal Ratiwin und dann haben wir es für diese Woche auch wieder geschafft. Ja. Hast du dein Tempel gerettet? Oh, ein LKW. Den holen wir uns. Ah, ne, das ist okay. Bitte, bitte. Ja. Das ist eine Hand. Eine neue Lieferung steht an Handelsblatt. Karma. Beendet Karma-Ereignis. Ja, ja. Das Junge hat nicht wieder. Ja, witzig. Wie soll ich den LKW denn kriegen jetzt? Mit Speedy hier. Ach, jetzt habe ich ja auch wieder ein L auf der Map. Für Longines. Über ein L auf der Map als ein N auf dem Rücken, ne? Ja. Ja, der ist schon dabei, sitze ich Z. Mein Auto kommt da geil. Nicht wieder fahren. Ich brauche dich, Freunde. Wasser. Verfolge und töte ihn. Grün hier? Ich glaube, das hatte ich auch gerade. So, oh Gott, wo bin ich denn? So, wollen wir denn mal hin? Nehmen wir nach da, das sieht lustig aus. Nee, das sieht lustig aus. Ach, da ist ja schon mein Turm. So, ja, schnell Reise geht's nach Haus. Nichts freigeschaltet. Ich war das nicht. Wird nichts passieren.
Ist doch gar nichts passiert, das willst du. Immer haben, ey. Echt, eh, ne? So, weil ich hier zwei Leute umliege? Warum die doch nicht sauer werden? Waren nur zwei und dann schon so ein Alarm? Echt. Versteht das auch nicht. Das ist in der Tat wenig. Ach, na gut, ich warte in mein Häuschen. Turmrekrutierung! Mein Bruder wurde mal wieder von seiner Frau ausgeschmissen. Deshalb lasse ich diesen nichtsnutzigen Säufer für eine Weile im Glockenturm wohnen. Er ist ein Taugenichts, aber er ist immer mein Bruder. Wenn ihm etwas zustößt, mache ich euch verantwortlich. Und ich lege. Ach, das ist der Typ hier schon. Voll Trottel. Lebt er noch? Ja, ja, der lebt noch. Dann ist er gut. Was mache ich dich dafür verantwortlich? Weil es mehr als er vielleicht verdient hat, also an dem Weg. So, was hängt hier noch schönes? Nix. So. Irgendwie muss ich ja dieses dumme Gequatsche hier noch loswerden. Den Stab hat eine Klettertour. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich da raufkomme. Ach, wenn du noch ein bisschen kletterst, gehe ich noch ein bisschen rausschießen. Meine Güte, das wäre ja ein Abgang. Der Witz ist, ich komme nirgendwo rauf. Irgendwie tricksy klingt. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Das seht ihr das fürs nächste Mal. Achso, da. Oder du hast es gefunden. So oder so. Ich gehe da ein bisschen aus spazieren. Ich genieße ein bisschen die Natur. Ja, genau. Genieß mal die Natur. Ah, da. Da. Und da. Schön, dass du da bist. Guten das Tag. Angebot wechselt. Was ja. Haltet da? Ah, schon mal die halbe Miete geschafft. So, so lass lang. Laufi, laufi. Aha, da bist du hoch. Ich glaube, wieder eine Long Range Folge, oder wie es heißt. Long Range Folge? Long Range Folge. Und ja, mein Englisch ist super. Haben wir irgendwas hier auf der Map, was wir machen können? Da können wir was entdecken. Der Krieg niemals endet, schwör ich, dass ich nie wieder Lebensmittel verschwende. Okay. Dum, 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 dum. Pisten, wo sind Pisten? Hör doch auf, du Quatschen! Also die Türme, die werden ja immer besser hier. Ja, die haben's in sich. Oh, da traf ich einen abknallen. Cool. Ach, hier sind Dicker. So, wo ist dieses Quatschen? Nein, ich mach schon mal da. Ist da auch noch Hübel oder was? Alles steht in Flammen. Ja, wo soll ich rum? Den Ort habe ich schon entdeckt. Leute, ihr habt den Sender bei Tür eingeschaltet und ich bin Ravi Rayron. Also, ich bin Ravi. Ich habe unsere Preiskämpferin respektive Abführung und war die harte Kern des goldenen Tages. Zum Glück ist das Unterkommen einfach. Das Feuer gerät außer Kontrolle! So geht's natürlich auch. Achso, ja, das muss ich auch noch einmal machen. Halt ab hier! Ja, sowieso ganz viele. So.
So. Und ja. Denn ich mach ganz schnell nach Hause. Ich hoffe, ich kann nicht auf den Schrank hab. Ja. Oh, eine Waffe freigeschaltet. Oh, eine. Hier bitte, danke. Ich mag Granaten. Das ist alles. Eine Sniper. Ja, genau. Kann ich gleich wegsnipern. Unterwegs! Oh, auch nicht. Aber wie heißt dieser eine Waffe für den? Für den Fuck. Ich jetzt eigentlich auch hab. So, jetzt mal voll. Das war's hier mit den Jungs. Das ist die PKM, die du da hattest oder was? Ja. Die nehmen der AK quasi, glaube ich. Nee, das ist ja die STG, die du schon gesagt hast. Ich meine jetzt aber für den Truck, da hattest du doch eine Waffe gekriegt mit Schalldämpfer. Ach, Schredder. Die gibt's bei einzigartigen Waffen. Hä? Ich hab doch aber eine gemacht. Warum hab ich einen? Ich muss zwei Trucks haben. Ja, aber ich hab doch bei dir einen Truck gemacht und bei mir jetzt einen Truck. Ach so. Hat er nicht gesagt, mal die Waffe freigeschaltet oder so? Nee, der muss, dann hat er den wohl vergessen. Null. Ja, das, wie gesagt, du weißt ja, das Spiel ist dezent buggy. Na gut, ich habe jetzt genug gemordet. Ich werde mal zurückreisen. Um die Zuschauer nicht mehr zu muten als nötig. Das ist ja wieder Oberlage-Folge. Aber ich bin wirklich nur durch Eigenverschulden gestorben. Und durch Bienen. Also ich war wirklich... Ja, und durch Bienen. Einmal durch Bienen und einmal durch... Falsche Taste. Achso, verkaufen irgendwas. 16.000 gekriegt. Oh, jetzt wird's teuer. Och, die doch nicht. Na gut, dann habe ich ja doch noch das geschafft, was ich noch schaffen wollte mit meinem Türmchen. Na, siehst du was. Türmchen machen. Beim nächsten Mal heißt es wieder 2-in-1. Wenn wir mal zusammen irgendwie Attentatsmission machen oder sowas. Das ist auch mal ganz witzig. Ja, mal gucken, weil ich habe eigentlich alle Single noch. So einiges hier, was ich eigentlich auf der Welt machen müsste. Ja, das haben wir beide. So, vor allem die ganzen kleinen Sachen müsste ich immer machen. Haben diese orangen Punkte eigentlich großartig was zu bedeuten? Dass man da großartig hin soll? Nö, das gibt's nur Punkte. Meinst du die orangen Fragezeichen? Das sind ja keine Fragezeichen, sondern so eine Wegpunkte, Punkte-Dinge. Nö, ich glaube gar nicht, die haben gar nichts zu bedeuten. Naja, das werde ich das nächste Mal testen, ob die wirklich nichts zu bedeuten haben. Genau, oder so. Weil irgendeinen Grund mussten sie ja haben, dass sie hier angezeigt werden. Ja. Achso, nee, das sind Orte, die du schon entdeckt hast. Achso. Das ist quasi das unbewandelte Fragezeichen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Mehr ist es nicht. Also nichts, dass ich da nochmal hin muss? Nö. Achso, okay. Ich denke mal, das ist mal wieder missionsrelevant, dass du da nochmal hingeschickt wirst. Aber sonst glaube ich eher nicht. Okay. So, in diesem Sinne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und ja. Vielen Dank fürs Durchhalten. Sehen wir uns nächste Woche. Und wieder. Sonst gerne auch woanders. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis